Hallo Freunde der käuflichen Liebe und willkommen bei eurem Schule zu einer neuen Folge Horizon Forbidden West Burning Shores. Und ihr seht schon, wir haben hier Gesellschaft von ein paar Geilbäuchen. Die werden wir wohl erledigen müssen auf jeden Fall. Und irgendwas müssen wir mit dem Zeug machen, um die Barriere hinten zu deaktivieren, die uns daran hindert, den Bunker oder was auch immer das ist, zu betreten. Und ganz nebenbei gilt natürlich wie immer, wenn euch das Video gefällt, lasst gerne einen Daumen nach oben und einen Kommentar da. Und wenn ihr nichts mehr verpassen wollt, dann abonniert am besten meinen Kanal. Das freut mich und den YouTube-Algorithmus. In diesem Sinne, erstmal die Eier kaputt machen. Ich glaube, hier wäre echt so ein Kriegerbogen gar nicht schlecht. Ich habe aber keinen ausgerüstet, ne? Nee. Warte mal, oh Gott, ich muss jetzt erstmal, gucken, wie das ging. Inventar, Waffen, sortieren nach Typ, Bolzenschießer, Jäger, Kriegerbogen. Nehmen wir mal den, ausrüsten, dahin, so. Hey, okay, der kann drei, oh, schön. Okay. Ja, aber lohnt sich halt auch nur, würde ich sagen, weil da immer so viele Eier drin sind. Renne. Sehr schön. Okay. So. Jetzt kommen wir zu euch. Moment, das ist Metallbissbeutel. Yep, Teil markieren. So. Na komm, wende mir da eine hässliche Fratze zu. Oh, Moment, hier kann ich was plündern. Na komm, dreh dich um. Ups, einmal. Weißt du, was ich denke? Überraschungsangriff? Okay, Moment. Zack. Erledigt. Alter, wie viele sind denn das? Nein, du Arschlochkröte! Jawohl! Mit der Waffe umgeht. Richtig, weiß ich. Okay. Oh Gott, ich sehe nichts. Moment, ey, Alter. So, Moment, hä? Renne! Ich treff das Ding nicht. Ja, also, geht doch. Mann. Mistviechers. So, die herstellen hier. Scharfschützenbogen, jawohl. Junge, Junge. Okay, und jetzt mal kurz gucken. Komme ich hier irgendwie hoch? Oder wie soll das funktionieren? Scanne das Gerät. Welches Gerät? Moment mal. Welches Gerät soll ich scannen? Ist mir was entgangen? Muss ich hier gar nichts machen? Oder wie? Oder was? Oder wann?
Hä? Oh. Wie konnte mir das denn entgehen? Oh. Riecht stark. Vielleicht sind Händler interessiert. Hä? Moment. Nee. Moment dann mal. Hier ist so irgendwas faul. Muss ich hier erstmal blub, zack. Oh. Verzeihung. Hui. So, Aloy, hoch mit dir. Hoch, sag ich. Ja, wir brauchen Metallbissbeutel. Yep. Da fliegt es. Nice. Verdammt. Neues. So. Oh, kann das Vieh nicht? Es kann runterspringen. Shit. Oh, nö, 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 nö. Bleib oben. Hoch. Alter. Halt jetzt mal still. So ist brav. Jawohl. Komm, gib mir deine Glubschis. Olle Kröte. So, hätten wir das auch. Hallo. Hoch hier. Kümmere dich nicht um mich. Festhalten. Ich klettere gern. Na dann ist ja gut. Ich nicht. Wer sieht die Technologie? Hier ist keine Spur von meinen Leuten. Wir sollten zu den Koordinaten gehen. So. Aua. Mann! Mistviecher! So, Moment, wie komme ich denn da hin? Was ist das? Das ist ein Brimglanzfragment. Okay. Nice. Finde ich gut. Nichtsdestotrotz. Nabelschwein. Hallöchen. So. So. Bald kommen die Sterne raus. Moment, wo ist hier ein Schrottteil? Hier, aha. Mal, hä? So, Moment. Rufen wir nochmal das Flattervieh. Ja, komm, steig auf. Komm, put, put, put. Dann nicht. Den halt nicht. So. Hui. Okay, jetzt noch mal. So, dem Weg hier, so weit, so gut. Und dann ist da ja die Barriere. So, welches Gerät soll ich denn scannen? Ah. Okay. Mal sehen,
was auf dem Ding ist. Sieht aus, als wäre da noch was weiter drin. Eine Art Anlage. Londra könnte dort drin sein. Deine vermissten Leute auch. Ich sehe keinen Weg durch die Barriere. Da. Das ist eine Art Stromgenerator. Angeschlossen an den Arm des Horus. Londra hat einen Teil davon wieder zum Laufen gebracht. Ein Metallteufel kann doch nicht wirklich aufwachen, oder? Keine Ahnung. Aber zumindest im Moment versorgt Londra so die Barriere mit Energie. Wenn wir also die Generatoren abschalten können, müsste die Barriere fallen. Ein Versuch ist es jedenfalls wert. Sieht aus, als wären zwei davon in der Nähe. Na, dann los. Ja, dann mal los. Mensch, da war ich nämlich vorhin schon. Wir müssen zu dieser Zenith-Technologie unten am Hügel. Jetzt kennen wir wohl deren Zweck. Na gut. So, wie machen wir das denn? Mal ganz doof gefragt. Erstmal hier die Motorhaube aufbrechen. Generator, Kontrollkern. Okay. Wie komme ich denn da hoch? Hier irgendwo? Ich hänge. Die Natur lässt mich nicht durch. Okay. Ja, mit den Geysieren. Okay, alles klar. Hey! Oh! Mann, da ist... Oh, die Steuerung ist gerade echt... Alter! Oh, komm hoch hier. Meine Fresse. Das hoffe ich doch. Eine Art Energiekern. Sekka, du musst auf den Kern schießen. Erwischt! Einer weniger. Okay. Andere Generator. Moment, da lang. Hui! So, holen wir uns mal kurz das hier. Zack. Eierwerfer. Ja, damit. Alter. Alter, nicht. Oh Gott im Himmel, die Steuerung ist gerade so zum Kotzen. Mann, einfach nur hoch. Nicht an die Wand, nicht klettern. Oh Mann. Mensch. Ja, bin bereit. Ja, das hoffe ich. Mach. Okay, gehen wir zurück zum Bunkereingang. Barriere müsste jetzt weg sein. Amen, hoffentlich sind meine Leute da drin. Meine Fresse. Wahaha. So. Moment hier lang. Bei unserer letzten Begegnung war ich erleichtert, dass sie als Kundschaft der entsandt wurde. Achso. Ich brauchte wohl ein bisschen Abstand. Ich verstehe das. Mit meiner Schwester ist es auch nicht immer leicht. Hast du nicht gesagt, du wurdest ausgestoßen? Beta. Ich kenne sie erst seit kurzem.
Geschichte. Moment, bin ich hier richtig? Ihr bietet doch falsch, oder? Moment mal. Oh ja. Ich versuch's. Aber bestimmt wird sich deine Schwester freuen, dich zu sehen. Hm, keine Ahnung. Aber nett, dass du das sagst. Moment. Komm ich da lang? So, hier hoch. Ist das ein Weg, ein möglicher? Nee, ne? Nee. Ah, back. Da muss ich wahrscheinlich hoch, ja. Was seid ihr denn? Blastermunition richtet hier nicht viel aus. Euer Kletterkiefer, hm. Okay. Hier bin ich falsch. Und hier kann ich nicht mehr hochklettern. Echt jetzt? Okay, Leute. Dann... Dann jagen wir halt ein bisschen. Autsch. What? Okay. Spannend. Oh, ha. Keine Munition ist nicht gut. Oh, gegen Elektro. Warte. Das sollte die Schaltkreise überladen. So, weg. Komm mal her, ihr Freundchen. So. Und weg mit dir. Ah, schwach gegen Wasser, das ist jetzt schlecht. Das habe ich nämlich gerade nicht. Okay, dann auf die herkömmliche Methode. Ja, ja, spuck du Mann. So. Aua! Weg mit dir! So. War's das? Ich glaube wohl, ne? Oder lebt hier noch eins von den Viechern irgendwo? Ich hoffe nicht. Oh komm, durchsuchen das Zeug. Ah, da ist er. Lass dir Zeit! Beschaffiger See! Okay. So, geht doch. Mann. Hui. Immer gut, einen Vorrat zu haben. Ich sage dir.
Besser ist es. So, Schrottteile. Hier liegt noch jede Menge Müll rum von den Viechern. Okay. So, und jetzt machen wir uns aber nochmal auf den richtigen Weg. Verdammt. So, komm mal her hier. Will er nicht? Diese Stücke bleiben fest am Boden. Danke. Ja, ja, ja. Dann hast du Pech. So. Da oben muss ich hin. Yo, da ist die Brücke. Meine Fresse, was ein Akt. Bumm. So, rein in die gute Stube. Na, mal gucken, was hier ist. Nee, kann ich nicht überbrücken? Okay. Hätte ich jetzt ehrlich gesagt schon mitgerechnet. Hm. Hier scheint immer noch etwas Strom zu sein. Die Generatoren waren wohl nur für den Schild. Das ist möglich. Erkunde die Anlage. Okay. Oh, da sind doch welche. Da sind doch bestimmt die Quen. Also hoffe ich. Wäre schade, wenn nicht. So, servus. Und noch ein Wandbild. Wieso stehen die nur da und warten? Tja, das ist eine gute Frage. So, schauen wir mal. Ich gebe dir gleich Barbaren, Alter. Seika, willst du dich uns anschließen? Anschließen? Ja, das wollen wir. Es hat etwas gedauert, aber wir sind endlich da. Eine Barbarin, auserwählt. Unmöglich. Seth würde das nie erlauben. Hm, wie seid ihr ohne ihn reingekommen? Also Seth hat uns geschickt. Wir halfen... wir halfen ihm aus diesem Hinterhalt in der Wildnis. Genau. Also, ich war mit ihm auf dem Weg hierher, als uns Maschinen angriffen. Wir wollten sie aufhalten, aber waren in der Unterzahl. Und in dem Moment kam Aloy zur Rettung. Ich habe die Gegend erkundet, als ich auf sie stieß, also eilte ich zu Hilfe. Ihr hättet sie sehen sollen. Eine der besten Maschinenjägerinnen, die ich je traf. Sie rettete Seth das Leben. Ich habe nur getan, was ich konnte. Seth hatte noch etwas Wichtiges zu erledigen, also sagte er, wir sollten ohne ihn weitergehen. Er erklärte uns, wie man die Barriere runterlässt und sagte, wir sollten direkt hineingehen. Seth kam nur mit der Hilfe einer Barbarin heil davon? Wir alle brauchen ab und zu ein wenig Unterstützung. Gut, Seth gab ihnen die Erlaubnis. Und ich riskiere sicher keinen seiner Ausbrüche. Lass die anderen drinnen von unseren Neuankömmlingen wissen, ja? Na gut. Aber ich lasse sie nicht in die Auferstehungshalle, bis sie ihre Hingabe bewiesen haben. So wie alle anderen. Und ich bin gespannt auf Seths Version, wenn er zurückkommt. Oh, auf jeden Fall. Beachte ihn nicht. Viel Glück da drin, Seika. Mögt ihr beide sein Licht umarmen. Okay, was wird denn das jetzt? Begib dich zur Auferstehungshalle. Aha. Okay. Das war knapp. Unfassbar, dass mein Volk freiwillig hier ist. Und sie hören auf Seth. Er klingt nach einem tollen Kerl. Schnell zur Auferstehungshalle, bevor du ihm begegnen musst. Mhm. Okay, dann machen wir uns da... mal hin auf den Weg. Allerdings ist hier erstmal Feierabend. Das heißt, was in der Auferstehungshalle auf uns wartet und wie es mit der Story weitergeht und vor allen Dingen, wer Seth ist, vielleicht finden wir das ja auch noch raus, das gibt's dann in der nächsten Folge. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne einen Daumen hoch und einen Kommentar da und wenn ihr keine weiteren Videos verpassen wollt, so wie zum Beispiel den morgigen Teil Horizon Forbidden West Burning Shores, dann lasst auch ein Abo auf meinem Kanal da.